Die Keto-Diät ist eine extreme Form der Low-Carb-Ernährung. Wir verbrennen in der Ketose eine Menge Fett und genau das wollen wir ja schließlich loswerden. Und Sie sollen vor der Keto-Diät unbedingt mit einem Arzt sprechen. Ist die Keto-Diät nun eine Verbrennungswunde oder eine gezielte Mangelernährung, die gesundheitlich zu Problemen führen kann? Sollte man nun also die Finger davon lassen? Oder nicht? Wie so viele von uns ganz ehrlich wahrscheinlich finden, auch sie es nicht schlecht, ein wenig Gewicht zu verlieren, dabei gezielt vor allem das Fett zu verlieren. Soweit auch so gut. Und dabei, wenn möglich, noch nicht einmal groß hungern, am besten auch keinen Sport machen, beziehungsweise nicht zu viel, keine Verpflichtung, also ganz viele Wünsche sozusagen abnehmen mit minimalem Aufwand. Und jetzt kommt die Lösung, dann sollten Sie es unbedingt einmal mit der Keto-Diät ausprobieren. So oder so ähnlich klingen die Werbesprüche. Das, was uns Keto-Diät nämlich verspricht, die in letzter Zeit ja auch immer stärker in den Fokus gerückt ist. Von Nachteilen liest man allerdings sehr wenig, hört man wenig dabei. Und ich habe für Sie jetzt einmal mir angeschaut, was diese Diät verspricht, wie sie funktioniert und auch welche Gefahren lauern, wenn man fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Denn darum geht es in der Keto-Diät. Also es geht jetzt einmal um beide Seiten der Medaille. Um das, was die Keto-Diät vielleicht gut macht, was sie verspricht, aber auch wo Risiken sind für unsere Gesundheit zum Beispiel. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Symptome, Krankheitsbilder, aber auch Ernährungsthemen, weil gerade das Thema Ernährung, aber auch Bewegung sehr, sehr wichtig ist für unsere Gesundheit zur Prävention. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Was ist die Keto-Diät überhaupt? Bisher war die Keto-Diät überwiegend Diabetikern bekannt und das hat auch seine Gründe. Eigentlich richtet sie sich nämlich nur an Menschen mit medizinischen Problemen, die zum Beispiel auf ihren Blutzuckerspiegel achten sollten und dabei die Kohlenhydrate weglassen sollten. Da kommt das im Prinzip auch mit her. Deswegen ist auch die medizinische oder ärztliche Begleitung bei einer Keto-Diät sehr wichtig, komme ich später noch drauf zu, auch bei meinen Empfehlungen. Weil das dann aber auch dazu führt, dass wir eine ganze Menge Fett verbrennen, hat sich das Keto-Prinzip auch als Diät etabliert für jeden von uns, für jeden, auch wenn man nicht Diabetes hat. Wobei Diät hier tatsächlich auch etwas zu kurz gegriffen ist, denn die Keto-Diät ist eine extreme Form der Low-Carb-Ernährung. Deshalb wesentlich aufwendiger als eine reine Diät und man kann deswegen auch eher sagen, ja, ketogene Ernährung. Wir verzichten dabei nämlich fast vollständig auf Kohlenhydrate. Zucker ist somit absolut tabu, aber das ist ja bei den meisten anderen Diäten auch so. Im Gegensatz zu anderen Low-Carb-Diäten reduzieren wir bei der Keto-Diät den Kohlenhydratanteil unseres Essens auf unter 10%. Umgerechnet liegen wir da bei so 20 bis 50 Gramm Kohlenhydraten am Tag. Also das heißt schon mal Nudeln, Reis etc., nichts mehr davon. Damit Sie einen Vergleichswert einmal haben, kann ich Ihnen sagen, dass eine Banane zum Beispiel schon ca. 27 Gramm Kohlenhydrate hat. Das Prinzip dahinter, hinter dieser Keto-Diät, ist relativ einfach. Denn normalerweise gewinnt der Körper, unser Körper, aus diesen Kohlenhydraten ja am leichtesten die Energie. Wenn wir dem Körper diese Energiequelle jetzt aber vorenthalten, wenn er die nicht mehr hat, muss er sich ja woanders bedienen, woanders Energie gewinnen und greift dann vor allem auf unsere Fettreserven zurück. Im späteren Schritt auch auf die Muskulatur, das muss man schon mal sagen. Aber im ersten Schritt greift er auf die Fettreserven zurück. In der Leber werden Körperfette dann in Ketonkörper umgewandelt und als Ersatz für Kohlenhydrate zur Energiegewinnung genutzt. Die Leber ist also sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und dieser Zustand beginnt bereits nach ein paar Stunden ohne neue Kohlenhydrate. Es dauert aber einige Tage, bis die Ketose auf Hochtouren läuft. Der Körper besitzt nämlich noch Kohlenhydratspeicher, die erst einmal geleert werden müssen. Und in dieser Phase kann Sport dann tatsächlich helfen, die Speicher schneller zu leeren. Später ist er hilfreich, aber nicht mehr nötig, der Sport. Aber gerade am Anfang hilft es halt, um diese Phase, in diese Ketose zu kommen, schneller zu haben. Sind die Speicher dann einmal leer, bleibt nur noch das Körperfett übrig, aus dem Energie hergestellt werden kann. Soweit einmal zu den Grundlagen. Aber wie sieht eine ketogene Diät dann tatsächlich im Alltag aus? Worauf muss ich achten? Wie erreiche ich die?
Wie funktioniert die Keto-Diät im Alltag? Wenn wir in Deutschland auf ein typisches Abendessen einmal schauen, bleibt in der Regel nicht viel übrig, wenn wir alle Kohlenhydrate vom Teller einmal entfernen. Brot und so ist ja immer wieder oder gerade beim Abendessen dabei. Deswegen ist diese Form der Diät auch tatsächlich extrem, denn wir müssen unsere Ernährungsgewohnheiten definitiv stark umstellen. Statt Sättigungsbeilagen gibt es jetzt überwiegend Käse, Milchprodukte, Nüsse, ballaststoffreiche Gemüsesorten wie jetzt Brokkoli oder Blumenkohl, die mit Fleisch und Fisch kombiniert werden, aber dazu kein Reis, keine Nudeln, kein Brot etc. Die Keto-Diät ist Low Carb, High Fat. Wir müssen also auch genügend Fette in unserem Körper aufnehmen. Wie gesagt, Brot, Nudeln, Kartoffeln, Süßigkeiten und selbst Gemüsesorten wie Bohnen, Erbsen oder viele Früchte, Stichwort Fruchtzucker, kommen dagegen auf die ihr absolute Verbotsliste, denn der Körper beendet er die Ketose augenblicklich, wenn er zu viele Kohlenhydrate bekommt. Also wenn wir dann plötzlich wieder ganz viel Bananen essen oder was Süßes, dann ist diese Ketose, diesen Zustand, den man angestrebt hat, wieder vorbei. Denn der Körper gewinnt dann wieder die Energie aus den Kohlenhydraten. Aber im Sinne der Diät will man ja, dass das Fett verbrannt wird. Wir benötigen also definitiv einige Tage, einige Wochen, um uns an die neue Ernährung zu gewöhnen. Und gleichzeitig kann es auch zur sogenannten ketogenen Grippe kommen. Vielleicht haben Sie das schon einmal gehört. Durch die harsche Umstellung fehlen dem Körper nämlich Kohlenhydrate, weil vor allem das Gehirn aber fast ausschließlich nur mit Kohlenhydraten versorgt wird, kann es dazu kommen, dass sich in den ersten Tagen nach der Ernährungsumstellung fast eher krippig das alles anfühlt. Deswegen schon mal absolute Empfehlung, wenn Sie in einer Prüfungsphase oder ähnliches sind, fangen Sie nicht mit einer ketogenen Ernährung an. Konzentrationsschwierigkeiten, leichter Schwindel, tiefe Müdigkeit, das sind die Folgen der Umstellung, verschwinden mit der Zeit. Genauso wie auch das Verlangen nach Zucker, auch das verschwindet mit der Zeit. Bei manchen dauert es wesentlich länger, während andere Leute da einfach Glück haben, dass es ihnen nicht schnell geht. Hier kann es helfen, insgesamt mehr zu essen, die Kohlenhydratzufuhr leicht zu erhöhen oder viel zu trinken. Ganz wichtig aber, nicht zu viele Kohlenhydrate essen. Im Prinzip haut sie das immer wieder, sonst nehme ich zurück. Eigentlich sollte man wirklich versuchen, es durchzuziehen, wenn man halt das Ziel hat, in diesen Zustand zu kommen. Und in der Apotheke kann man auch ja sich sozusagen so kleine Nachweissets kaufen und damit messen, in welchem Zustand man gerade ist, ob man schon in dieser Ketose sich quasi befindet. Was sind die Vorteile der Keto-Diät? Aber es gibt auch Vorteile. Nicht umsonst ist die Keto-Diät ja auch so beliebt. Einer der Vorteile liegt natürlich sofort auf der Hand, denn wir verbrennen in der Ketose eine Menge Fett und genau das wollen wir ja schließlich loswerden, dieses Fett. Und das schaffen wir mit der Keto-Diät. Häufig ist es nämlich nicht unser Körpergewicht an sich, das uns stört, sondern unsere Fettpolster. Wir haben vielleicht gar nicht so viel Gewicht auf der Waage, aber irgendwie Fett an bestimmten Teilen, Körperteilen, und den wollen wir weghaben. Dazu dient die Keto-Diät. Dazu kommt, dass wir das lästige Kalorienzählen vergessen können. Sie können also essen, so viel Sie möchten, solange es kaum keine Kohlenhydrate sind und viel Fett hat, viel Fett enthält. Die Keto-Diät ist dabei deutlich effektiver als Diäten, die die Zufuhr des eigentlich kalorienreicheren Fetts beschränken. Der hohe Proteinanteil ist hier ebenfalls positiv zu sehen. Das ist gut. Proteine sind wichtig. Protein besitzt von den drei Makronährstoffen die meisten gesundheitsförderlichen Aspekte. Ist unverzichtbar für den Muskelaufbau zum Beispiel, beziehungsweise Erhalt des Muskelgewebes und sättigt lange. Also Proteine wirklich gut. Und bei der Keto-Diät sinkt außerdem, das weiß man auch, der Blutzuckerspiegel, da wir auf die meisten Lebensmittel verzichten, die einen großen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Stichwort alles mit im Prinzip ja, Kohlenhydraten, Zucker, Stichwort hoher glykämischer Index. Und dadurch verbessert sich auch die Insulinsensibilität. Der Körper reagiert also besser auf das vorhandene Insulin und das Risiko für Diabetes sinkt, beziehungsweise der Zustand bei Typ 2 Diabetes verbessert sich. Wobei hier die Versprechungen, muss man auch sagen, größer sind als die Studienergebnisse aktuell das unterstützen. Also das ist nicht so ganz klar bewiesen, dass Keto-Diät wirklich Typ-2-Diabetes ja positiv beeinflusst. Interessant ist auch, dass die ketogene Diät, die ketogene Ernährung, scheinbare Verbesserung bei Patienten mit Epilepsie und bei Alzheimer-Patienten auslöst und sogar bei Krebserkrankungen, in dieser Studie jetzt hier begleitend zur Krebsbehandlung, das Tumorwachstum verlangsamen konnte. Wir sehen also, eigentlich handelt es sich bei der ketogenen Diät um eine medizinische Diät,
die eigentlich eher zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt wird, und da kommt sie ja quasi auch her, Stichwort Diabetes, und nur durch den Vorteil des schnellen Gewichtsverlusts überhaupt für die Masse interessant wurde. Und das hat auch seine Gründe, denn die Keto-Diät hat einige klare Nachteile, über die wir jetzt einmal sprechen. Was sind die Nachteile der Keto-Diät? Bei vielen Diäten sollte es nämlich gar nicht das Ziel sein, schnell an Gewicht zu verlieren, sondern eigentlich eher konstant und langsam abzunehmen. Die Keto-Diät ist keine Diät, die man nur zeitweise anwendet und dann wieder zu seiner alten oder zu seinen alten Gewohnheiten zurückkehrt. Dann sind die Funde nämlich ganz schnell wieder drauf. Dann hat man gar nichts davon. Wofür hat man das dann gemacht? Vielleicht mal für ein einmaliges, wichtiges Ereignis. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja darum, dauerhaft ein gutes Gewicht zu haben, dauerhaft ein gesundes Gewicht zu haben. Dazu kommen die Probleme beim Einstieg in die Diät. Das ist einmal wichtig zu sagen. Und die habe ich eben ja schon einmal aufgezählt. Diese ketogene Grippe dauert bei manchen mehrere Wochen und kann sich vor allem natürlich im Berufsleben negativ auswirken, aber natürlich auch im Privatleben. Als nächstes Problem schauen wir uns den hohen Fettgehalt der Nahrung an. Schon zu Beginn des Videos habe ich ja gesagt, viele Fette nehmen wir zu und das muss schon ja Alarmglocken bei Ihnen ausgelöst haben. Eine zu fettreiche Ernährung kann zu Ablagerung an den Gefäßen führen, Stichwort KHK, koronare Herzkrankheit etc. Und das erhöht unser Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte. Sie sollten deshalb unbedingt darauf achten, genug Protein in die Ernährung einzubauen. Sie sollten vor der Keto-Diät unbedingt mit einem Arzt sprechen, denn neben dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Ihr Herz-Kreislauf-System drohen auch noch weitere Probleme, wie der Anstieg der Harnsäureproduktion zum Beispiel, der eine vorhandene Gichterkrankung verschlimmern oder erst auslösen kann. Was viele Menschen auch unterschätzen, ist die Einschränkung, die Keto-Diät auf ihr Leben hat. Wirklich, das ist so. Restaurantbesuche sind vor allem in der ersten Zeit kaum möglich. Und die Umstellung bzw. Entwöhnung des Körpers von den Kohlenhydraten ist eine ganze Menge Disziplin dafür nötig. Das kann natürlich auch Reibereien zu Hause geben, wenn der eine vielleicht weiterhin sein Brot essen will oder Nudeln gerne und der andere gar nichts mehr davon isst. Der Körper kennt Kohlenhydrate als leichteste Form der Energiegewinnung und wird sie offensiv einfordern. Wenn Sie diesen Drang nach Zucker dann nachgeben, kann schnell ein Jojo-Effekt in der Diät auftreten und die Keto oder dieser Zustand der Keto-Diät, den man sich ja wünscht, der ist vorbei, sobald man sozusagen wieder Kohlenhydrate zu sich nimmt. Also unterm Strich muss ich auch hier darauf hinweisen, dass wir selbst heute noch zu wenige Studien zu langfristigen Folgen einer ketogenen Ernährung haben, langfristige Folgen für unsere Gesundheit. Was passiert mit unseren Organen? Wie gut oder schlecht ist so eine ketogene Ernährung für unsere Organe? Bevor ich hier also eine Empfehlung über den medizinischen Nutzen hinaus aussprechen kann, sollten wir noch auf neuere Studien einmal warten. Im Endeffekt haben wir also eigentlich eine medizinische Form der Ernährung, die bei Patienten in der Regel dauerhaft ärztlich begleitet werden sollte. Und in diesem Umfeld hat sie gezeigt, dass sie effektiv gegen Übergewicht ist, die Muskeln beim Abnehmen schont, weil halt sehr proteinreich. Für den privaten Nutzen ohne Diabetes, Epilepsie oder Alzheimer haben wir schlicht nicht genug Informationen und sollten da vorsichtig sein, was den Einsatz dieser Diät angeht. Ihnen droht hier eine Mangelernährung, wenn Sie die Ernährung nicht absolut durchplanen und überfolgen für die Leber, die den aufwendigen Prozess der Ketonkörperherstellung auch erst einmal nämlich bewältigen muss. Das findet ja dort statt. Da ist auch noch zu wenig bekannt. Im Zweifelsfall sollten Sie also auf die Diäten oder bewährten Diäten verlassen und noch ein wenig mehr länger Kalorien zählen oder Intervallfasten kann ich empfehlen, denn damit kommen Sie auch zum Ergebnis. Wenn Ihnen das Video jetzt einmal gefallen hat, gerne abonnieren Sie meinen Kanal, gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.